Mein Marketing- und Vertriebscoaching funktioniert, egal ob B2C oder B2B. Also diesen Satz schon mal gehört, ja? Viele targetieren, weil sie denken, ja, Facebook jetzt funktioniert auch für B2B. Ja, aber dann kommen irgendwelche komischen wacky Leads raus, weil es eben genau nur diejenigen eben überhaupt Zeit haben, sich auf Facebook aufzuhalten, während den Arbeitszeiten, den Kernarbeitszeiten, die sowieso keine Top-Entscheider sein können, weil wenn sie Top-Entscheider wären, hätten sie diese Zeit gar nicht, auf Facebook irgendwas rumzuscrollen. Am Ende dieses Videos werde ich noch einen Ausschnitt, O-Ton von einer meiner Expertinnen zum Thema Facebook, Google versus, also Facebook-Anzeigen versus Google-Anzeigen versus LinkedIn-Werbeanzeigen, also Online-Marketing, Stichwort Performance-Marketing, kurz reinschneiden, also unbedingt das Video bis zum Ende anschauen, also nicht vorspulen. Das ist ein völlig anderer Mensch, den du da gerade ansprichst, obwohl es der gleiche Mensch ist. Ja? In dem Moment hast du einen völlig anderen Menschen, völlig anderen Avatar. Mein Marketing- und Vertriebscoaching funktioniert, egal ob B2C oder B2B. Also diesen Satz schon mal gehört, ja, auch ich habe ihn schon mehrere Male gehört, um es milde auszudrücken. An dieser Stelle Achtung, Achtung, ein Wort der Warnung. Es gibt da draußen eine Menge YouTube-Videos, die genau das behaupten und auf dieser Grundlage, auf dieser Basis irgendwelche Coachings verkaufen und Beratung verkaufen oder noch schlimmer, operative Dienstleistung, also dann for you. Und warum sage ich das? Weil es gibt keinen seriösen Experten, den ich jemals getroffen habe, beziehungsweise für mich arbeiten eine. Und hier bitte am Ende dieses Videos werde ich noch einen Ausschnitt O-Ton von einer meiner Expertinnen zum Thema Facebook, Google versus, also Facebook-Anzeigen versus Google-Anzeigen versus LinkedIn-Werbeanzeigen, also Online-Marketing, Stichwort Performance-Marketing, kurz reinschneiden, also unbedingt das Video bis zum Ende anschauen, also nicht vorspulen. Und das ist also nur eine meiner Expertinnen, die 5-6 Jahre Agenturerfahrung hinter sich hat, ein diverses Portfolio bedienen durfte, für die letzten paar Jahre in Konzernen das Ganze gemacht hat, also B2B gemacht hat, B2C gemacht hat, aus der Agenturperspektive gearbeitet hat, 5-6 Jahre, aus der Konzernperspektive gearbeitet hat, 5-6 Jahre. Also you name it, die hat schon alles durch, was das Thema Performance Marketing betrifft. Und diesen O-Ton würde ich mir mal an deiner Stelle reinziehen. Und hier aber nochmal aus meinem Munde. Warum, es könnte diese Aussage, ja, meine Marketingmethoden, meine Marketingcoachings etc., Strategien, die funktionieren, egal ob B2C oder B2B, das ist völlig egal. Ja. Warum könnte diese Aussage in den meisten Fällen falscher nicht sein? Ich werde dir hier jetzt mal, also meine Zielgruppe sind der IT, die IT-Branche generell, Softwareentwickler etc., und IT-Dienstleister, Systemhäuser. Und ich habe mich im Laufe der letzten Jahre eben genau auf diesen Markt hochspezifisch fokussiert, damit ich hier nicht nur Neukundengewinnung für die anbiete, sondern eben auch wirklich von A bis Z eine Dienstleistung anbieten kann, wo maximales und gesundes Wachstum erzeugt und langfristiges. Ganz, ganz wichtig hierbei zu bedenken ist Folgendes. Was die ganz offensichtlich viele dieser Coaches und Consultants da draußen völlig vergessen in ihren Aussagen oder was sie vielleicht noch nie gemacht haben, ist, sich mal in den Kunden komplett reinzuversetzen. Versetz dich einfach mal in den Kunden rein. Und jeder andere Experte, der ein seriöser Experte ist, würde das Gleiche sagen. Es ist nicht das Gleiche, wenn ich im Büro sitze. Klar, es gibt nach wie vor jetzt viel Homeoffice-Leute, aber auch das wird wieder zurückgehen, bin ich mir ziemlich sicher.
Aber jetzt versetze dich mal in die Lage. Du sitzt jetzt hier im Büro oder als Maschinenbauer bist irgendwo in der Montage, ja, und hast ein kleines Büro oder bist auch draußen in der Werkbank oder im Maschinenpark oder egal, was du machst. Du arbeitest. Okay, du bist in der Arbeit. Du hast doch ein vollkommen anderes Mindset gerade. Du bist doch in einem vollkommen anderen Modus, oder du sollst es zumindest sein, als wenn du zu Hause abends auf der Couch sitzt und irgendwas rumscrollst auf Facebook. Okay? Du solltest während deiner Arbeitszeit idealerweise nicht auf Facebook unterwegs sein. Und wenn du es bist, hast du einen anderen Modus. Und wenn du, wenn du quasi in deiner Arbeitszeit ständig nur freizeitliche Dinge tust, dann bist du wahrscheinlich auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit kein Entscheider, kein Top-Entscheider und von daher auch nicht Teil unserer Zielgruppe. Und da kommt schon das nächste Problem auf uns zu. Ja? Viele targetieren, weil sie denken, ja, Facebook jetzt funktioniert auch für B2B. Ja, aber dann kommen irgendwelche komischen wacky Leads raus, weil es eben genau nur diejenigen eben überhaupt Zeit haben, sich auf Facebook aufzuhalten, während den Arbeitszeiten, den Kernarbeitszeiten, die sowieso keine Top-Entscheider sein können, weil wenn sie Top-Entscheider wären, hätten sie diese Zeit gar nicht, auf Facebook irgendwas rumzuscrollen. Okay, hier mal ein ganz kurzer Ausschweifer. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist das, dass klar, selbstverständlich, das ist ja das Argument dieser anderen Coaches, dass sie sagen, ja, auch ein Top-Entscheider geht irgendwann mal auf Facebook und scrollt da rum. Ja, aber in welchem Modus ist der dann? So halb schläfrig irgendwie im Bett, liegt im Bett, ja, so kurz vorm Schlafen gehen, scrollt da rum oder auf der Couch oder was und dann sieht er deine Ad, wo du Maschinen verkaufst, B2B-Geschäft anbietest, hat der dann noch den Bock, dass er sich aufrafft, ja, zum PC läuft, sich das genauer anschaut, die Website anschaut und so weiter und jetzt nachts um 10 hier irgendwie seine B2B-Einkäufe jetzt plötzlich noch nachholt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Ja? Selbst wenn, gesetzt den Fall, der Top-Entscheider, und ich kann dir eins versprechen, desto mehr Top der Entscheider ist, desto weniger hat er Zeit für irgendwelches Katzenvideo-Gedöns. Das kannst du mir wirklich glauben. Ja, also ich kenne genügend Top-Entscheider persönlich. Ja, die haben für den Kram keine Zeit. Die haben auch keine Zeit, irgendwie Xbox zu spielen und so weiter. Das sind in der Regel diejenigen, die weniger erfolgreich sind. Verstehst du, was ich meine? Ja? Und das sind in der Regel auch nicht die Top-Entscheider, das sind in der Regel auch nicht die kaufkräftigen Leute. Es sei denn, du bist vielleicht in irgendeiner komischen MLP-Bubble oder was da, Kuckuck was, ja, Schneeballsystem oder sonst was. Ja? Mag sein, dass es da ein paar Leute gibt, die nichts zu tun haben und trotzdem super, super reich sind. Okay, aber davon reden wir nicht. Wir reden hier von seriösem B2B-Geschäft, ne? So wie es eben nach wie vor immer noch die Grundsäulen, also Leute, die wirklich was produzieren, ja, Leute, die Handel treiben, Leute, die echte Produkte erzeugen, die man dann auch wieder braucht im Alltag und so weiter, Waschmaschinen, ja, Glas, Gebäude, Stühle etc., Holz, Metall, ja, und so weiter, die komplette Nahrungskette, ja, die komplette Wertschöpfungskette. Und dem wollen wir IT-Dienstleistungen verkaufen, ne, weil hier ist ein hoher, vielleicht der mit höchster Lifetime Value, und das ist so einer der Key Performer, ist dort eben zu erzielen. Ja? Du willst also keine Kunden, die quasi so nach 6 Monaten irgendwie, die jetzt gerade irgendwie im Steilflug sind, weil du irgendwie in so einer Bubble kennengelernt hast und dann nach 6 Monaten wieder im Sinkflug. Ja? Dann musst du wieder neue Kunden suchen und so weiter. Long story short, die Expertin, die du jetzt gleich noch im O-Ton hören wirst, wird das auch nochmal bestätigen und jeder andere seriöse Experte da draußen, der irgendwas mit Online-Marketing zu tun hat, B2B und B2C in beiden Welten schon Erfahrung gemacht hat. Auch ich habe schon Google-Ads geschalten für Laptops, ja, für PC-World, das ist sowas wie Saturn und Tanza in der UK, das ist jetzt schon 20 Jahre her, aber an den Grunddingern hat sich da nie was geändert. Ja? Dass du einfach, dass B2B ein komplett anderes Geschäft ist als B2C, völlig anders. Du bist in einem völlig anderen Modus, wenn du jetzt irgendwie in einem virtuellen Shopping-Mall dich gerade befindest und willst irgendwelche Sachen einkaufen, gehst shoppen, als wenn du im Büro bist und fokussierst dich gerade auf den Businessplan für die IT-Einkäufe von 20 Millionen Euro für die nächsten 12 Monate oder sowas. Ja? Das ist ein völlig anderer Mensch, den du da gerade ansprichst, obwohl es der gleiche Mensch ist. Ja? In dem Moment hast du einen völlig anderen Menschen, völlig anderen Avatar.
Verstehst du, was ich meine? Und klar, wenn du mal wirklich viel Cash hast und du kannst einfach noch zusätzliches Cash aufwenden für sogenanntes Remarketing, dann hast du Leute, die du bereits nachweislich per Tracking-System, ja, während den Kernarbeitszeiten auf LinkedIn, auf Google schon mal auf deine Webseite gezogen hattest oder per LinkedIn oder, ja, oder Telefonakquise etc., E-Mail-Marketing und per Tracking siehst du das, könntest du theoretisch dann diese sozusagen hochselektive, also wirklich sehr restriktive Zielgruppe dann nochmal als Lookalike oder als ähnliche Dinge nochmal raufladen auf Facebook und dann denen dort abends auch nochmal das gleiche ausspielen, wenn sie dann irgendwie im Bett oder auf der Couch rumhängen und dann, ach, da habe ich doch heute schon mal auf der Webseite geschaut. Okay, das könnte eventuell noch Sinn ergeben. Aber kalt, ja, kalter Traffic, ja, über Facebook ist dann häufig verbranntes Geld. Und das sind ja auch viele, die dann auf mich oder auf mich zukommen und sagen, okay, wir hatten hier die Ads und so weiter hier und die haben uns hier für 5.000 Euro eine Landingpage gekauft oder hier für 15.000 Euro eine Webseite gebaut und so weiter. Dann haben wir dann auch nochmal für 5.000 oder 10.000 Euro Facebook-Ads gemacht und da kamen irgendwelche, keine Leads und dies und das und jenes und so weiter. Ne? Und die haben alle nicht verstanden, dass B2B und B2C halt für Zweck völlig andere Welten sind. Ja? Okay, viel Vergnügen noch mit dem O-Ton meiner Expertin zum Thema Performance-Marketing. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Beziehungsweise bucht einfach mal bei uns einen Termin. Bis dann. Ciao. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, cool. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt. Und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.